So, hier steht meine neueste Investition und zwar ist das nach langer Zeit doch mal ein neuer 3D-Drucker. Das Ding war jetzt auch gar nicht mal so billig. Allerdings kann ich sagen, es war die Investition eigentlich wert. Es ist ein Drucker von Bambu Lab. Es ist, glaube ich, eine mittlerweile relativ bekannte Marke. Es ist nicht der beste und es ist auch nicht der mit dem Mehrfarben-Upgrade. Das heißt, es gibt dieses sogenannte AMS, dieses, weiß ich nicht, automatische Multicolor-System oder irgendwie sowas in der Art, keine Ahnung. Im Prinzip könnte man hier oben sonst das Ding draufstellen. Das sind dann quasi vier, also Platz für vier Rollen und der switcht dann automatisch die Farben, wenn man es eben einstellt. Damit kann man zum Beispiel mehrfarbig drucken oder halt eben auch nur einfarbig. Und wenn man halt eben vom letzten Druck von zum Beispiel grün auf weiß wechseln will, dann wechselt der automatisch. Ja, das Ding hat mich jetzt 750 Euro gekostet. Das ist eine Menge Geld. Das kann man definitiv sagen. Allerdings kann ich sagen und muss ich sagen, dass das Ding sein Geld echt wert war. Also es sieht vielleicht das nicht so aus auf den ersten Blick. Wobei doch, ich würde sagen, auf den ersten Blick sieht es eigentlich schon so aus. Die meisten 3D-Drucker, gerade in den letzten, die ich hatte, die hatten immer das Problem, dass die leider sehr, sehr langsam gedruckt haben. Das heißt, in der Regel waren so circa 50 mm pro Sekunde möglich. Und alles darüber waren eigentlich schon nicht mehr so schön. Also 55 mm waren vielleicht noch drin, aber ab 60 oder so war dann selbst bei der Füllung das Ganze nicht mehr wirklich toll. Dieses Ding druckt in entspannten 200, 300, 350, 400 mm pro Sekunde. Technisch sogar bis 500 mm pro Sekunde. Und hat damit wirklich einen Geschwindigkeitsboost bekommen, im Gegensatz zu den alten, zu den Druckern der ersten Generation, den man eigentlich kaum so in Worte fassen kann. Also dieses Ding druckt, als gäbe es einfach kein Morgen mehr. Und nur mal einen kleinen Vergleich zu starten oder um generell mal so einen Wert in den Raum zu werfen. Dieser Druckkopf da oben schafft eine Beschleunigung von 20.000 Millimeter pro Sekunde. Das heißt, 20 Meter pro Sekunde ist die maximale Beschleunigung von diesem Ding. Dieses Ding ist 25 cm groß, also die Druckplatte ist 25 cm groß. Und ihr könnt euch jetzt mal ausrechnen, wie lange es das Ding von der einen Ecke zur anderen braucht, mit 20 Metern pro Sekunde Geschwindigkeit. Das Ding bewegt sich fast schon schneller, als das Auge das verfolgen kann. Also es ist wirklich hart. Genau, der Aufbau übrigens sehr einfach. Es dauerte länger als, ich glaube, 15 Minuten sollte er normalerweise dauern. Aber trotzdem war das Ganze wirklich innerhalb von kürzester Zeit und wirklich ohne große Probleme sehr schnell erledigt. Kann hier oben auch aufmachen, allerdings da hinten ist kein Scharnier drin. Das heißt, wenn man hier zu weit aufmacht, dann fällt das Ding hinten runter. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen. Ist nicht ganz so schön gelöst, aber okay. Genau, mit AMS, also mit diesem Mehrfarbensystem, hätte das Teil 999 Euro, also 1000 Euro gekostet. War es mir nicht wert, denn es gibt so ein kleines Problem. Und zwar hier hinten zum Beispiel haben wir so ein kleines, ja, Poop-Bucket nennt man dieses Ding. Und so, das Problem liegt nämlich hier drin. Ich kann gerade leider nicht von Hand ranzoomen. Legen wir das Ding mal dahin. Okay. Okay, irgendwas ist nicht ganz korrekt, aber okay. Auf jeden Fall, dieses Ding, um es mal so ein bisschen in Relation zu setzen von der Größe her. Ich weiß nicht, wie viel das dieses Ding wiegt. Aber bei jedem Farbwechsel erschafft der Drucker dieses Teil. Eine große Problematik an dieser Sache ist einfach, das sind einfach mal ganz schnell ein paar Gramm. Dieser Farbwechsel findet wahrscheinlich dann zweimal statt. Soll ich nur mal ein anderes Teil in die Hand? Ein bisschen besser zu erkennen als dieses andere Ding, was so fast Hautfarben hat. Also bei jedem Wechsel der Farbe, das passiert dann halt mindestens zweimal pro Layer, ist das Problem einfach, dass dieses Teil, diese Menge an Filament einfach verschwendet wird. Es kann eben sein, dass zum Beispiel ein Gramm mit 18 Gramm, Druck mit 18 Gramm plötzlich Müll verursacht in der Größenordnung von 60 Gramm. Das heißt,
Es ist leider sehr oft der Fall, dass man dreimal so viel Müll hat als das eigentliche Druckobjekt. Und ich bin einfach der Meinung, das ist einfach halt wirklich unnötige Verschwendung. Verschwendung, die man auch wirklich einfach nicht braucht. Und stattdessen nutze ich einfach dieses Ding ohne AMS. Ich spare mir dafür auch 52 Euro und eine Menge Filament. Genau. Kleiner Nachteil: Es gibt natürlich auch noch den großen, den X1. Der ist aus, nicht aus Plastik hier. Also hier, merkst du eben so ein bisschen, dass es halt Plastik ist. Das Ding ist, es ist immer so ein bisschen wie bei den Haptik-Diskussionen bei Autos. Ich lang halt nicht jeden Tag aufs Dashboard und denke mir, also auf die Mittelkonsole und denke mir so, geil, Leder. Oder, oh fuck, leider Plastik oder so. Das macht man halt vielleicht einmal beim Kauf, denkt man sich so, ah ja, so und so. Aber effektiv, ich meine, wann lange ich dieses Ding an, das macht halt, also ich mach's nicht. Alu, okay. Das heißt, der Aufpreis allein schon mal vom, oder zum X1, der übrigens bei 1250 Euro ohne AMS liegt, mit AMS liegt er glaube ich bei 1500 Euro. Und der Aufpreis von, ja, satten 500 Euro bringt im Prinzip eigentlich nur sehr wenig. Es bringt ein tolles Display ein, was ungefähr so cool ist wie ein Handy. Es bringt ein Gehäuse aus Alu. Die Druckgeschwindigkeit, die Druckgröße bzw. die Bauraumgröße exakt gleich. Die Kamera, die glaube ich sieht man jetzt hier nicht. Die müsste irgendwo da oben drin sein. Oh Gott, lass mich mal kurz schauen, ob ich da irgendwie rankomme. Hier oben ist sie drin, ich weiß nicht, ob man die erkennen kann, wahrscheinlich ist es eher nicht so. Moment. Ich glaube, ja, man könnte sie ganz grob erkennen da oben. Auf jeden Fall, die Kamera überträgt leider nur 0,5 FPS. Und in meinen Augen ist das wirklich ein ziemlich eindeutiges Downgrade, beziehungsweise auch eine, ja, ich sage jetzt mal, eine bewusste Verschlechterung des Produkts, genauso wie das Display. Denn dieses Ding stammt aus China. Und wenn die Chinesen eins haben, dann ist es Kameras und Displays. Das ist das, was die Chinesen wirklich gut können. Und die große Problematik ist einfach, das hat man hier halt einfach nicht. Ist sehr, sehr schade, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber die brauchen einfach halt irgendeinen Grund, einen 3D-Drucker für 1052 Euro zu verkaufen. Also 27p, was ausreichend ist, aber nur 0,5 FPS auf der Kamera. Großer Nachteil. Aber trotzdem muss man sagen, auch das ist halt mehr so ein bisschen Quality of Life Feature. Denn ihr könnt euch sicher sein, also bei mir, ich hatte hier mit diesem Druck, ich habe jetzt 20 Teile ungefähr gedroppt bisher und ich hatte keinen einzigen Druck, der schief ging. Doch, einer ging schief, aber da habe ich vergessen, ich glaube, da war irgendwie der, was war denn da, ich weiß nicht genau, war glaube ich irgendwie noch ein bisschen was vom alten Filament mit drin, das stahl dann ein bisschen orange und war nicht schön, habe es dann abgebrochen und neu gemacht, aber es war auch nur ein visueller Fehler und sonst nichts. Ansonsten, alle anderen Drucke von diesem Teil waren bisher einwandfrei. Da war nichts auszusetzen. Glaube, es waren alle nahezu perfekt. Und deswegen eine Kamera, um dauernd nachzuschauen, ob noch alles passt, ob es irgendwie schon einen Spaghetti-Fehler gibt, ob sich irgendwas von der Druckplatte abgelöst hat, braucht ihr nicht. Wirklich, könnt ihr euch sparen. Ich schaue ab und zu mal rein, irgendwie 2 Sekunden und denke mir, ah ja, okay, passt noch alles fertig. Das heißt, braucht man diese Kamera? Nein. Braucht man dieses Display? Nein. Ihr könnt, also es gibt eine App dafür, die bietet exakt das gleiche wie dieses Display dann. Und das heißt, wenn ihr ein Handy habt, dann könnt ihr halt, also ich könnt euch dann effektiv das Ganze auch sparen, gewissermaßen. Natürlich ist es schön, wenn jemand vorbeigeht und draufschaut und sieht auch zum Beispiel auch das Modell, was man gerade druckt, eben auf diesem Display dann. Allerdings, auch das ist halt mehr ein Luxus-Feature. Braucht man das, um das zu drucken? Nein. Und deswegen, genau, es gibt da noch ein kleines, aber feines, kleinen, aber feinen Vorteil. Und zwar, also man kann es glaube ich gar nicht erkennen, der Extruder, beziehungsweise auch die Nozzle, also die Düse, ist beim X1 standardmäßig aus gehärtetem Stahl. Hier ist sie nur aus Edelstahl, also rostfreiem Stahl.
Und es gibt allerdings einige, die sagen, dass diese Drucke mittlerweile auch mit gehärteten Düsen und einem gehärteten Extruder eben ausgeliefert wird. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Wie man die unterscheidet, keine Ahnung. Ich meine, steht da nicht irgendwie drauf. Deswegen, keine Ahnung. Ja. Deswegen, falls ihr euch umschaut, falls ihr zu Bambulab greifen wollt, das übrigens ist keine Werbung oder so. Also ich habe für diesen Drucker selbst bezahlt. Also die haben mich hier nicht gesponsert oder sonst irgendwas. Ich bin einfach nur sehr überzeugt von dem Ding. Und vermutlich muss ich dann oben eh wieder Werbung einblenden, weil ja, die deutsche Gesetzgebung, das ist da eben, man ist einfach auf der sicheren Seite. Das ist leider die traurige Wahrheit. Auf jeden Fall, ich wurde nicht bezahlt, ich habe dieses Ding selbst gekauft und ja. Wenn wir zum Beispiel etwas ausdrucken wollen, sorry jetzt dafür, dass ich das Ganze abfilme, aber es ist gerade aus Gründen der Einfachkeit ein bisschen schneller gemacht hier. Dann haben wir zum Beispiel hier unsere verschiedenen Sachen, die wir schon gedruckt haben. Dann haben wir eben dieses Online-Maker Gedönse, quasi so ein Marktplatz für Online-Modelle. Zum Beispiel, wenn ich diese Palette will, klicke ich drauf, kann ich oben den Drucker auswählen, dann eben das Design, 0,16 mm Layer, 0,2 und so weiter. Ich sage einfach mal 0,2 mm, was schon eine sehr gute Auflösung ist. Drücke auf Download und es ist automatisch importiert. Dann gehe ich oben auf Slicen. Dann sehe ich hier zum Beispiel, ist ja gut. Moment. So, also hier zum Beispiel schon mal Vorbereitungszeit 5 Minuten, Druckzeit des Modells 9 Minuten, welche Teile wie lang brauchen und so weiter. Und damit kann ich eben sehr gut abschätzen, wie dieses Teil drucken wird, wie lange es dauert und so weiter. Ich würde mal einfach sagen, einfach mal aus Grund oder mal um das Video hier ein bisschen interessanter zu gestalten, machen wir es auch. Und zum Beispiel auch mal noch die Einstellungen der Geschwindigkeit. Angeblich habe ich hier dauerhaften Autofokus. Ah, okay, jetzt kommt der Autofokus. Zum Beispiel können wir hier die Füllung mal hochdrehen auf 350. Normale Füllung ebenfalls auf 350. Die Außenwand machen wir 250. Die innere Wand machen wir auch mal 350. Und die erste Schicht machen wir 60. 120. So. Da haben wir noch verschiedene andere Einstellungen, zum Beispiel normales Drucken 6000, bla bla bla. Den Rest lassen wir einfach mal so, wie es ist. Okay, dann haben wir hier nochmal unsere geupdateten Einstellungen. Wir haben eine Druckzeit von 9 Minuten, eine Gesamtdauer von 14 Minuten. Und ich würde sagen, wir drucken dieses Ding einfach mal aus. Übrigens, wir sehen hier auch, wir haben hier einen Overhead-Druck, das heißt, wir drucken hier einfach dann auch mal in die Luft. Das kann dieses Modell tatsächlich bewerkstelligen. So, wir gehen aber mal auf Drucken. Dann haben wir hier unsere Sache. Ach so, wir haben den falschen Drucker. Ich dachte, ich hätte eigentlich den richtigen Drucker ausgewählt. Okay. Benutzen die veränderten Werte. Wir gehen nochmal auf Slicen. Druckzeit ist ein bisschen kürzer. Auch gut. Noch alles da. Sekunde. Geschwindigkeit. 53. Passt. So, drucken. Bambulab PS1. P1S, sorry. So, dann wird das Ganze in die Cloud geuploadet bei denen. Und in Kürze, was wir als nächstes sehen werden, ist, dass wir hier auf den nächsten Screen geworfen werden. Und hier unten wird dann die Mini-Palette dann gedownloadet, 100% erreicht. Jetzt können wir zum Beispiel hier uns anschauen mit dieser Live-Cam. Die ist gerade noch beschäftigt. Einen Moment. Jetzt lädt's. So, hier haben wir die Live-Cam. Ist qualitativ mehr als ausreichend. Wir haben auch eine Lampe, die wir an- und ausschalten können. Hier zum Beispiel. Lampe aus, dauert kurz. Jetzt ist sie aus. Lampe wieder an. Dauert wieder kurz. Und ist wieder an. So, wir gehen kurz rüber. So, was wir aktuell sehen, ist, dass der Drucker sich langsam aufheizt. Wir gehen mal kurz drauf auf das Display. Da sehen wir auch den aktuellen Fortschritt. Um den Lärm zu reduzieren, machen wir hier mal zu. Stinkt gerade irgendwie auch ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, das Ding brennt nicht gleich live on cam irgendwie ab oder so. Wäre zu uncool. So, genau. Wir haben hier jetzt die ersten kleinen Bewegungen quasi. Er heizt sich hier einfach mal, wie gesagt, auf und kalibriert sich nochmal irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht genau, warum der das macht. Ich habe die Kalibrierung ausgemacht, die Autokalibrierung.
Und genau, als nächstes sehen wir übrigens auch, dass da hinten gleich was rausfallen wird. Das dauert allerdings noch, glaube ich, ein bisschen länger. So. Okay, ich lasse das Ding mal kurz durchlaufen, bis es ready ist und dann geht's weiter. So, damit geht es auch direkt los. Wir werden es gleich sehen. Jetzt macht er erstmal die kleine Line. Ich glaube, es wäre gerade besser, wenn ich ihn nicht durchs Glas durchfilme. Vielleicht von oben. Ich glaube, von oben geht es einigermaßen. Genau, jetzt beginnt es quasi. Keine Sorge, der Timelapse kommt noch hinterher. Das heißt, ihr werdet auch dann mal sehen, wie das Ganze dann auch wirklich aussieht. Ich filme vielleicht auch mal von hier nochmal rein. Leider hängt gerade noch ein kleiner Ding da dran. Können wir gerade leider nicht ganz ändern. So, ich habe es leider noch nicht ganz beheben können, das Problem mit meiner Kamera aktuell. Ich hoffe zumindest, dass wir einigermaßen trotzdem hier jetzt ein klares Bild haben. Genau, wir sehen hier aktuell schon ganz gut, was dieses Ding aktuell macht. Wir sehen auf jeden Fall auch schon, dass es was gemacht hat, was es nicht sollte. Und wir sehen aktuell auch die Geschwindigkeit von 350 mm pro Sekunde. Was man, glaube ich, erst wirklich wertschätzen kann, wenn man es erst selbst sieht, beziehungsweise wenn man hier sieht, wie schnell dieses Ding eigentlich so in Relation zu allen anderen Sachen aktuell arbeitet. Da ist gerade was weggeflogen. Genau, also ich kann es, es kommt auf Kamera nicht so rüber, wie es wirklich ist. Der Lärm allerdings ist auch ein bisschen extrem. Die Qualität scheint jetzt zwar vielleicht nicht so gut zu sein, liegt allerdings auch am Holzfilament. Also ich drucke hier nicht mit normalen PLA. Das druckt normalerweise auch langsamer. Das ist vielleicht auch gerade ein schlechter Vergleich für den Drucker. Genau. Normalerweise wäre die Qualität um einiges besser, aber Holzfilament ist wahrscheinlich gerade echt eine ziemlich beschissene Wahl gewesen für den Druck jetzt. Zumindest um die Geschwindigkeit zu zeigen. Und naja, nicht so schlimm. So, nur wenige Minuten später und dieses Ding ist tatsächlich fertig. Und die Qualität davon scheint nicht so schlecht zu sein. Auch wenn wir wirklich in einer extrem hohen Geschwindigkeit gedruckt haben, ist das Resultat tatsächlich ziemlich gut. Übrigens, man kann ja auch, diese Platte hier, die ist magnetisch, kann man abheben. So, jetzt unser Resultat. Das Ganze knistert gerade auch ein bisschen, weil es gerade von unten her sehr kalt ist. Das ist die fertige Palette, die wir gerade ausgedruckt haben. Das waren, wie gesagt, gerade mal ca. 7 Minuten Druckzeit. Was wirklich sehr, sehr wenig ist. Und können das Ganze auch jetzt schon ablösen. Wir sehen zum Beispiel, das Ganze ins Licht halten. Die Qualität ist, soll der Autofokus aktuell mal hergeben, nicht schlecht. So, hier sehen wir das Endprodukt. Und ich bin mehr als zufrieden mit dem Ding. Wir sehen auch zum Beispiel die Übergänge. Sind extrem sauber. Also hier haben wir zum Beispiel in die Luft gedruckt und wir sehen ja aktuell, dass es sehr, sehr gut aussieht. Auf der Rückseite sieht ebenfalls sehr schön aus. Ich habe leider kein Makroobjektiv, sorry dafür, aber was wir sonst so sehen, ist wirklich sehr, sehr angenehm. So, hier sehen wir es glaube ich ganz gut. Genau. Das ist tatsächlich das Endresultat. Und das ist dann, wie gesagt, eine Reindruckzeit von 7 Minuten. Insgesamt mit Vorbereitungszeit ein bisschen mehr. Oder war es mit Vorbereitungszeit 7 Minuten? Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ihr habt es eben im Video gesehen. Und ansonsten zum Filament selbst habe ich von Sunlu bestellt. Dazu habe ich auch noch einen Affiliate-Link unten drin, falls ihr nutzen wollt. Spart ihr 3% bei der Bestellung und ihr unterstützt mich eben noch ein kleines bisschen. Und ja, Holzfilament, muss ich allerdings sagen, ist nicht wirklich sein Geld wert. Also ich bin davon leider nicht überzeugt. Und ihr könnt euch immer so selbst überzeugen.
ob das für euch jetzt Holz oder nach Holz aussieht oder nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, egal, auch auf einem anderen Untergrund, es ist ein bisschen fraglich, ob man das Ding hier als Holz bezeichnen würde. Also ich persönlich ja jetzt eher nicht so.